Hallo und herzlich willkommen zu Necrowunder Runde 4 ist es, glaube ich. Spiel 4 auf dem Kanal. Wir spielen wieder einmal Goliath gegen jetzt diesmal meine Delac. Ja, Goliath ist ein bisschen präsent auf dem Kanal gerade, aber es ergibt sich halt einfach so, wie die Leute gerade da sind. Ja. Wir beide sind definitiv die, die am meisten gelitten haben. Mein erstes Spiel und bisher einziges Spiel wurde ja auf dem Kanal gezeigt. Und ja. Du hast hier zwei Spiele gehabt. Mein Downfall konnte man quasi live verfolgen. Beide waren jetzt auch nicht so erfolgreich. Immerhin ein bisschen mehr als meins, aber momentan hast du nur 4 Leute zur Verfügung. Ja. Wir spielen nochmal Forgotten Riches. Und haben wieder ausgewürfelt, haben wieder eine 3 gewürfelt. Das heißt, ich habe auch nur 5 Leute zur Verfügung, von denen sonst eigentlich 6. Ja. So. Wir müssen noch gucken, ob welches Territorium wir spielen. Sag mal schnell welches. 1, 2, 3, 4, 5, ganz rechts oben. Okay. Wir spielen um Slag Furnace für die Goliath. Oh shit. Also da ganz besonderes Bedürfnis für die Goliath, sich das zu ergattern. Mhm. Ja, gleiches Szenario wie letztes Mal. Das heißt, wir würfeln aus, wer zuerst eine Kiste platzieren darf und dann immer abwechselnd. Wir haben wieder diese komische Toxic Sludge hier. Wir haben ein paar Türen, wir haben ein paar Konsolen für die Türen. Entsprechend, glaube ich, also die beiden sind für die Tür, die ist für die Tür. Okay. Die Tür da hat keine Konsole. Okay. Ich würfel eine 5. 2. Das heißt, ich dürfte die erste Kiste aufstellen. Ja, die erste muss auf das mittlere Teil drauf. Kiste Samtdeckel. Kiste Samtdeckel, ja. Da sind ja irgendwelche coolen Goodies drin. Machen wir es einfach mal spannend. Yay, eine Kiste, die niemand haben will. Juhu. So. Und jetzt weitere Kisten nicht näher als 6 Zoll an die erste Kiste ran. Kann man ja gleichzeitig so ein bisschen mit abwägen, auf welchen Spielfeldteilen keiner starten soll. Ich pack mal eine hier an die Wand. Okay. Dann würde ich gerne hier hinter der Wand eine platzieren. Ist auf jeden Fall weiter als 6 Zoll vom Mittel entfernt. Definitiv. So. Dann packe ich meine Koffer. Und nimmst mit. Granaten, ganz viele. Ich habe diesmal keine Granaten mehr. Meine Jungs mit Granaten sind beide in Recovery. Der mit Spreng und der mit Smoke. Ich lege einfach tatsächlich da noch eine hin. Oder lege ich die auf das Board da drauf? Dann wird der Starter sehr. Jetzt muss man schon überlegen, weil wenn man jetzt die für eine Seite sehr gut legt, wir müssen ja gleich nochmal würfeln, wer halt anfängt, der kriegt halt relativ schnell relativ gut Kisten. Mhm. So, du darfst gleich noch eine setzen. Ich glaube, dann werde ich tatsächlich jetzt die einfach hier oben drauf stellen. Okay. Das heißt, da ist nichts drauf. Da und da auch nicht. Und da und da. Das heißt, wenn du jetzt hier hinlegst, starten wir nebeneinander. Ja, was kampftechnisch für mich bestimmt Sinn ergibt. Mhm. Aber, da rein. Okay. Wenn ich die da reinpacke und du hier zuerst aufstellst. Du kannst ja auch einfach auf dieses Board stellen, dann wäre das das Startboard. Ja. Ich nehme dann dieses Board. Okay. Das heißt, die Startboards sind die jeweils gegenüberliegenden. Alles klar. Dann würfen wir aus. 1, 2. 3. Dann darfst du eins aussuchen und deine Truppe aufstellen. Okay, dann nehme ich das Board. Okay. Und ich darf mich 3 Zoll um die Kanten aufstellen. Ja. Das war das mit diesen komischen Monstern hier. Ja. Mit anderen Worten, zusammenstehen bleiben wird schon Sinn ergeben. Ja? Hilft, hilft, ja. Hilft, hilft. Helpst, helpt. Okay, dann. Ja, mein Anführer ist ja leider in der Recovery. Das heißt, mein momentanes Kommando, Second in Command, ist jetzt Wrath Burner mit der Crumpet Cannon. Crumps. Punk geht dann. Darf ich mich? Ich muss auf meinem Board bleiben, nehme ich an. Würde ich schon sagen, ja. Ja, der Fernsehen könnte ich ja quasi hier irgendwo starten.
Ja, also du hast ziemlich einfach zwei Kisten und ich muss richtig laufen, um überhaupt erstmal eine zu kriegen. In der Tat. Für mich ist der Start echt scheiße. Aber naja, vielleicht würfel ich ja gleich noch mehr als zwei, ich glaube nicht. Ja, ich drück dir mal die Daumen. So, dann der Neuzugang, leider noch etwas blass um die Nase, oder eher grau, ist bei mir Gronkh mit einer Combat-Schrotflinte und Schredder-Munition neben der normalen Salben-Munition. Dahinter platziere ich Stubber, der sich freiwillig aus dem aus der Siedlung mir jetzt angeschlossen hat. Und zu guter Letzt dann Burner hinter Punk. Mein Vorteil, du hast jetzt nicht so viele Leute. Ja. Muss ich versuchen, irgendwie auszunutzen. So, du stehst also so, ja? Ja. Okay, dann... Edeminemiste. Es rappelt in der Kiste. Ich stelle auf jeden Fall erstmal Kvepper. Also, ist dein Exang an diesem komischen Namen. Das letzte Kante. Kvepper ist noch dahinter. So, das ist Kvepper. Das war der Typ mit 18 Zoll Reichweite? 18 Zoll. Die beiden haben Stub Cannons. Ja, okay. Er hat einen Respirator. Er hat die Comet-Schrotflinte. Okay. Und er hat eine Crumper Rivet Cannon, also auch kurz Reichweite. Krabs. Nagelpistole quasi, in groß. Okay. Aber wirklich große Reichweiten habe ich halt nicht. Ja, ich stelle mal hier mein El Polo Loco. Polo Loco. Oder El Polo Grande. Mein Chef, Xexus Umbra, genau, nur auf mein Board, so oben, zack, da hin. Ah, da. Xexus Umbra. So, dann habe ich hier ein Cthulhu Wrath. Der Namensgenerator ist einfach großartig. Ja. So. Cthulhu Wrath wird jetzt einfach begleitet von. Und ich sehe gerade. Geil. Ich habe es hier auf meine Karte verkackt mit dem C-Kthepper oder da mit meinem K-Kthepper. Ich vermute hier. Weil ich da einen Pinsel gemacht habe. So. So, dann habe ich hier noch meinen Abnoff und auf der anderen Seite seinen Bruder Azov. Abnoff, Azov. Okay, was habe ich da für Waffen? Der eine sieht so aus, als hätte einen Flammenwerfer. Der hat einen Flammenwerfer, einen schönen Schockstab und ein paar Wurfmesser. Der hat eine Long Rifle und aus den toten Krallen des letzten verreckten Typen halt Shotgun. Der hat ein Lasergewehr. Nice. Der hat auch ein Lasergewehr. Sind halt Brüder, die teilen sich alles. Ja. Und mein Champion hier drüben, Cthulhu Wrath, hat zwei Flechettenpistolen und eine Last Pistol. Die Flechettenpistolen haben auch Flashbang Ammo, heißt Toxin. Und Ammo Roll 6 Plus. Okay, Toxin ist leider nicht der Respirator, aber das ist nur Gasgedöns. Ja. Goddammit. So, wir haben alles aufgestellt. Jack, das ist, glaube ich, klar. Ja, ganz normal. Erste Runde, Easy Roll. Okay. Let the games begin! 3. 6. Okay. Du hast ihn. Warte mal, in der ersten Runde war das kacke, ne? Dann werde ich jetzt einfach mal mit meinem. Mit dem Champion? Ne, mit dem. Yes, sir. Ab noch. Der geht mal 5 Zoll. Darüber. 5 Zoll schnell, ne? Ja. Und versucht jetzt mal diese Konsole zu knacken. Okay. Intelligenz 7 plus. Geschafft. Alles klar. Sehr gut. Marker. Verdammt, ganz vergessen. Ach ja, stimmt. Ah, schon voll drin im Spiel und die Marker. Du hast deinen? Jetzt wo du es sagst. Hab ich. Jetzt wo du es sagst. So, dann muss ich ja ihm schon keinen mehr geben. Zack. 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 Wir hatten jetzt ja auch, was, eine Woche, zwei Wochen Pause? Zwei Wochen Pause. Ich hatte ja erst ein Spiel. was war das? Hast du zwei Wochen Pause? Was? Letzte Woche habe ich keine gespielt, ja. Ja. War ich auch nicht da. Konnte ich ja nicht spielen. Da war niemand da. Oh shit. Alles klar. Das war dein Jung, ne? Ja, das war seine Aktivierung. Okay. Er ist prinzipiell ganz zufrieden damit. Dann aktiviere ich Gronkh. Der möchte sich wahrscheinlich doppelt bewegen, so hier hinter. Mhm. Erstmal 4. So darüber und dann 4. Wunderbar.
Hinter die Mauer. Mhm, hinter die Mauer, auf die Lauer. Rock. Achso, ja, Testen und so ein Shit sind 8 Zoll gewesen, ne? Ja. Achso, darf ich gar nicht messen. Aber also nicht pre-measuren, aber ich denke, das ist relativ safe, was du da gemacht hast. Okay, ich aktiviere jetzt mal Clipper, der mit 4 Zoll jetzt mal hier hinter dieses kleine Kistchen läuft, um sich da ein bisschen leichte Deckung zu guffeln. Zack. Ne, probiert mal einen Shot auf den da hinten. Okay. Mit der langen Reifen. Warte mal. Ja, Shotgun hat 16 Zoll. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nee, Shotgun wird nicht reichen. Ich nehme die Long Rifle. Mhm. Aber auch die wird wahrscheinlich in kurzer Reichweite sein. Ja, das sind 19 Zoll. Das heißt, kein Plus. Ich bin wahrscheinlich auch nicht genug verdeckt, nehme ich an. Ja, du bist ein bisschen verdeckt, also kriegst du leichte Deckung. Okay. Also treffe ich auf die 5. Okay. Warte mal, man kriegt immer Deckung oder Deckung nur, wenn das innerhalb von 1 Zoll ist? Das muss ich auch kurz prüfen, weil ich spiele so viele Spiele in letzter Zeit und habe ich das vergessen mit der Kamera. Ja, ich bin eher mit Age of Sigmar momentan vertraut. And any obstacle within 1 inch of the attacker. Okay. Ignore friendly fighters in base contact and with the attacker and any obstacles within 1 inch of the attacker. So ist das erstmal. Okay, das heißt, ansonsten, der hat definitiv nichts in 1 inch bei sich. Ne, also das würde ich ignorieren quasi. Ja, ja, klar, bist ja da. Mach mal einfach Linie. Ja, ich denke, dann zählt alles, was da unterwegs ist. Alles klar. Also du musst nicht in 1 Zoll zu dem Teil stehen, wenn ich es richtig sehe. Okay. Oder also, ansonsten ist man innerhalb von 1 Zoll von der Deckung. Weil ich bin ja nicht so richtig offen, wenn wir das jetzt richtig sehen. So. Das trifft nicht. Ist nur eine 2. Okay. Hätte so oder so nicht getroffen. Alles klar. Damit ist Klepper fertig. Dapper. Okay. Dann mache ich hier eine Teamaktivierung. Mhm. Rev Burner möchte Punk anfeuern. Das heißt, ich muss jetzt für beide nicht testen, weil sie starten ja auf um 8. Das haben wir am anderen genauso gemacht. Dann aktiviere ich zuerst Punk. Punk geht hier rüber für 4 erstmal. Okay, der Scharfschütze könnte natürlich ziemlich ätzend sein. Hier ist der Scharfschütze. Da ist der Scharfschütze. Achso, ja, da ist der Scharfschütze. Dann geht er aber quasi hier um Ecke. So bis dahin. So, dann ist der durch. Dann mein Champion. Mhm. Innerhalb von 8 Zoll war Sichtlinie bei uns, ne? Mit Sichtlinie, ja. Mit Sichtlinie. Das Monster reagiert, wenn es... Aber du kannst... der ist jetzt, glaube ich, nicht nah genug an der Kiste, um jetzt hier einfach direkt mitzunehmen. Ich muss halt eine Bewegung machen und dann nochmal eine Bewegung, damit ich nach der Bewegung abwerfen kann. Die Gefahr ist jetzt natürlich, weil der jetzt da um die Ecke steht und nicht da, dass der dann jetzt gleich vom Monster gerissen wird und sich das gegessen hat. Ja, kannst du ihn zur Not auch ein bisschen zurückstellen, wenn du möchtest. Okay, dann würde ich ihn, wenn das okay ist, gerne hier zurückstellen, damit ich die Möglichkeit habe, ihn gleich zu sehen und umgekehrt. Hey, geh nicht so weit! Ja, wow! Ja. So, der geht dann einfach hier ran. Und dann sagt er Bewegungsaktion. Sagt er die Bewegungsaktion und wirft die Kiste einfach hier hinten rein. Fling. Fling. Und guckt so in seine Richtung und sagt, ey Mann, stopp! Hey Junge, warte, Kiste. Ja, Kiste, Mann. Diesmal musst du dran denken, früher Kisten einzusammeln. Vielleicht hilft das ja. Alles klar. Dann werde ich jetzt. Wen aktiviere ich jetzt? Das ist die große Frage, wo will ich jetzt hin als nächstes? Ich aktiviere einfach mal. Aktiviere ich ihn? Dann aktiviere ich ihn. Fragen über Fragen. Die Lifescan hat 24 zur Reichweite. Ich aktiviere den Azoth. Azoth denkt sich, ist voll cool hier. Und da hast du. Ja, da hast du. Hast du dicke Deckung. Dicke Deckung für den dicken Mann. Dicke Deckung. Also. Reichweite, ne, können wir mal kontrollieren, sollte jetzt etwa 20 Zoll sein. Ist lustigerweise innerhalb Reichweite von Lesgan, aber dicke Deckung heißt, ich treffe nur auf die 6. Okay. Piu! Nein. Piu. Ich nutze das auch nur, um die schlechten Ergebnisse rauszuwürfeln. Ja, gibt's Sinn. So, deine letzte Aktivierung. Meine letzte Aktivierung. Dann kann ich halt nur Stubber, den Neuling. Neben. Die beiden Neulinge laufen alleine rum. Ihr seid echt super jung. Ja, sind ja die innerhalb von 8 Zoll. Die haben den Plan nicht verstanden, dass sie den Ecke anfangen sollen. Ja, echt mal. Jungs, er bewegt sich dann nach vorne? Fragezeichen. Ja, er bewegt sich erstmal hier in die Richtung. Mhm.
Und dann darf ich ja immer noch entscheiden, was ich mache. Ich habe gelernt, dass die Dinger doof sind. Man kann darauf schon mal reinplumpsen, wenn man daneben umfällt, ja. Ja, mein Chef ist ja reingefallen und hat sich dabei die Rippen gebrochen. Toll. Er lebt dann noch. Ja, er lebt in die Richtung. Ein Monster in der Nähe, denke ich mir so, könnte auch schlimmer ausgehen. Könnte in der Tat schlimmer ausgehen und geht dann so hin. Mit Blickrichtung nach da. Okay. Dann habe ich halt letzte Aktivierung. Ich aktiviere Xula Wrath. Der läuft mal hier so rüber. Und ja, es reicht ihm so dazustehen. Und Pfefferfumbra. Es wäre schon geil, wenn ich gleich den Eli-Wurf gewinne, aber wäre ganz ungeil, wenn ich es nicht schaffe. Ich habe ja mit dem immer Cover, weil Evade. Dann läuft er erstmal vor. Kawabanga, da so hin. Tatsächlich. Nee. Bisschen mehr da so hin. Und boah, wie viel riskiere ich jetzt? Riskierst halt potenziell deinen Chef. Ja, das ist schon richtig. Ich laufe tatsächlich einfach mal da so hin. So, machen zwei Move Actions. Okay. Alles klar. Runde endet, keiner muss botteln, wir machen einen neuen E-Roll. Thanks. Thanks. So. Also ich werde definitiv meinen Chef aktivieren. Die Frage ist nur, macht er eine Gruppenaktivierung? Und wenn ja, wie viele? Ja, ich aktiviere mal nur den Chef. Okay. Der macht mal eine Solo-Tour. Mhm. So. Und zwar läuft der ein bisschen nach vorne. Ich denke, das sollte reichen. Na, ein bisschen weiter muss ich. Ja, da kriegst du beide. Und mach mal Licht an. Okay. Weil da kriege ich sie. Ja, beide. Okay, ja, kann ich nicht sehen. Gerade eben. Jetzt muss ich aber auch noch gucken. Also, sie sind jetzt beide umgeworfen. Gucken, ob ich sie verwunde. Und einen Muni-Wurf muss ich machen. Gelb ist der vordere. Mhm. Stärke 4 hat das Ding nur. Ich habe ja schon 4. Also auf die 4 plus. Jo. Den hinteren ja. Und Muni-Wurf, also okay. Muss ich machen. Darf ich auch mal zweimal, bitte? Genau. Da kann ich ja nichts gegen machen. Wie bin ich ja schon gewohnt. So, mache ich erstmal den Muni-Roll. Mhm. Ist 5 plus. Nicht geschafft. Das heißt, der Flammenwerfer ist raus. Okay, dann erstmal er, weil er ja verwundet wurde. Du musst einen Rüstungswurf machen dagegen. Okay. Minus 1 auf die Rüstung allerdings. Blick habe ich trotzdem theoretisch, weil von dort kommt der ja. Schuss. Ja. Das heißt, ich habe immer eine 6er. Genau. Weil 6 von sich aus, plus 1, weil im Frontwinkel bin ich halt angeflammt worden. First Blade. 2, ne, kommt durch. Dann kommt Injury Roll, ne? Jojo. Seriously. Schwer verletzt. Injured. Nein, schwer verletzt mal. Als ich das nämlich jetzt gegessen. Wir haben eh eine neue Runde. Ich muss für beide gucken, ob sie brennen. Ja. Aber es ist erst auf die, was war es? 5 plus, glaube ich, ne? Ja. Oder 4 plus sogar. War ziemlich gut. Ach, stimmt, nicht mit Widerstand beeinflusst, ne? Gucken wir mal. Gleiche Spiel, gelb ist der vordere. Gelb nicht, schwarz ja. Also der am Boden nicht brennt. Wie auch immer, der das voll abgekriegt hat und der vorne sagt, ja. Wahrscheinlich hat er sich schnell genug in Deckung geschmissen. Ja, der steht ja quasi an der Deckung. Der muss, glaube ich, testen. Ja, er muss einen Cool-Check machen, weil genau. Der hinter sich... meine Vermutung ist, der ist cool. Eine 7 cool. Und ich habe eine Coolness von 5 plus, also ja. Ja, 4 von 6 ist Blaze, also ein Overhand. Okay, das ist schon gut.
Der musste jetzt auch was bringen, der Flammenwerfer, weil der ist auch weg für dieses Spiel. Ja. Ist er in der Tat. Okay. Ja, da geht's heiß her. Ich kann ihn immer noch aktivieren. Er brennt halt. Wenn ich aktiviere, kriegt er Brennschaden. Also kann er krabbeln ein bisschen. Ja. Kriegt halt, erstmal kriegt er einen Stärke 3 Treffer wegen Feuer. Wenn, sobald er dran ist halt. Ne? Sobald er dran ist. Wenn er den überlebt, dann kann er halt krabbeln. Und an Ende seiner Aktivierung kann er W6 würfeln, weil er auf dem Boden liegt, kriegt er plus. Ja, dann aktiviere ich ihn auch. Ja. Er möchte gerne krabbeln, wenn er kann. Ja. Stabber brennt. Auf die 5 verbunden. Mhm. Nö. Eine 3. Also nein. Und dann krabbelt er 2 Zoll. Oh mein Gott, ich brenne! Darüber. Okay. Durch. Und dann darfst du jetzt ein W6 werfen. Kriegst plus 1 für den. Ah ne, der andere ist nicht active. Nee, er liegt leider am Boden. Well, doch, er ist active, er ist aber active. Nicht standing. Also ist der andere in der Lage, ihm zu helfen. Okay. Das kriegst insgesamt plus 3 auf den Wurf. Okay. Also. Achso, ich liege auf dem Boden. Ja, ich liege auf dem Boden. Der andere ist active. Du brauchst, glaube ich, Basis war das eine 6, dann ist es aus. Naja, oder so. Mal gucken, ich habe eine 5 gewürfelt. Das reicht. Okay, dann ist es brennt schon mal aus. Ja, 6 oder mehr. Also voll. Lass mich! Okay, soweit so gut. Ja. Meine. Okay, er ist ja noch aktiv, er kann aber hinten hinter sich so Patt auf die Schulter und er ist gelöscht. Ei. Ja, Ketzeschaden, ey, Mann. War das der On-Fire-Typ da, der jetzt sprint oder was? Der letztes Mal auch irgendwie. Ich weiß es gar nicht, ob. Das sind beides nee, Neulinge, genau, die konnten beide nicht brennen. Bei Mark war das hier. Aber ich weiß, dass er theoretisch sein Vorgänger Nail, glaube ich, an Flammen quasi. Nee, er ist erschossen worden und zwar episch. Du bist episch erschossen. Ja, Nails Tod war ein wahrhaft. Bemerkenswerter Tod. Ich aktiviere Xula Wrath. Der wird einen Move machen dahin. Hm. Und dann wird er noch einen Move machen. Dahin zurück. Ja. Und schmeißt die Kiste dahin. Ey, Dora! Nimm die Kiste. Okay. Dann aktiviere ich Gronk. Der steht auf und darf sein Facing dadurch ändern. Ja. Zumindest ein bisschen. Und der feuert dann einfach mit seiner Scattershot Combat Shotgun. Ja. Zurück! Ja. Das heißt, du machst einen Trefferwurf und dann macht der W6 Verwundungswürfe, ne? Es ist die Scatter-Regel mit Rapid Fire. Das heißt, ich würfel einen Munitionswürfel plus den Trefferwurf. Echt? Mit Rapid Fire? Ja, meine. Das ist die Combat Shotgun. Das ist die Combat Shotgun. Combat Shotgun hat, die erste hat Knockback Rapid, das ist die, ich glaube, Scatter-Munition. Ja. Und die zweite wäre die, Entschuldigung, das ist die Salvo-Munition. Ja. Und die zweite ist die Scatter-Munition mit Template zurück. Ich möchte auch. Ja, die andere ist Template, aber die ist jetzt die Salvenmunition, da schieße ich halt mit Rapid Fire. Achso, nee, die Noir Shotgun hat auch kein Template. Aber ich habe ja eine Combat Shotgun. Achso, ja, okay. So, Combat Shotgun mit Salvenmunition. Ja, minus 1 auf Treffen, weil ich evade. Okay, also auf die 5. Jo, zweimal auf die 5. Stärke 4. Auf die 3. Auf die 3. Zweimal, kein AP. Ich hätte auch wahrscheinlich keinen. Ne, ich hätte keinen Plus auf eine 4 Zoll wäre es sogar. Eingerüstet, einen nicht. Okay, ich verliere einen Lebenspunkt. Boom! Aber er lebt noch. Beziehungsweise das Ding hat ein Trommelmagazin. Boom! Das war nicht nett. Ja, das war in der Tat nicht nett. Aber das nehme ich. Das war nicht mal ein bisschen nett. Das war ganz, ganz doof. Lucky 5, ey. Aber gehört dazu. Dann aktiviere ich. Versuche ich's? Es ist schlimm, weil wenn ich jetzt den Schuss nicht treffe, kann es halt sein, dass es auf meinen Chef abweicht, ne? Ja, wenn du die 1 Zoll imaginäre Linie nach rechts und links wegen Flying Shots würfelst. Naja, wenn ich darüber gehe. Glaube ich, dann schaffe ich es ohne, dass er in 1 Zoll ist. Harte Deckung hast du sowieso. Nee, stehen bleiben kann der nicht. I don't like this. At all. Ach,
glaube, ich aktiviere jetzt, weil da habe ich Zeit. Erstmal den. Der sagt mal Move. Oder? 5 zurück. Schmeiß die Kiste dahin. Und geht dann. 5 nach vorne. Ab noch. Okay. Dann bin ich dran, ne? Rev Burner würde gerne eine Teamaktivierung machen. 6 Zoll waren es, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Zueinander? Ja. Auch beim Chef, nur der Chef hat eine größere Aura von wegen. Renn nicht weg, Junge. Ich glaube, ja. Oder waren es 3 Zoll für Teamaktivierung? Ja, dann habe ich Pech. Group Activations 3 Zoll tatsächlich. Ja. Bei sowohl Leader als auch Champion. Okay, dann sind die definitiv nicht nah genug beieinander. Dann kann ich keine Group Aktivierung machen. Dann sollte ich trotzdem Burner zuerst aktivieren, glaube ich. Jetzt kann ich machen, schießen, chargen, Deckcover, bla bla bla. Dann bewegt er sich erstmal hier so hinter Punk. Für 4. Da ist der fucking wrong rifle. Und klopft ihn auf den Rücken. Und klopft ihn so ein bisschen auf den Rücken. Klopft ihn auf den Rücken. Ich hab's schon. Ja. Trau dich, Junge. Geht schon, Junge, Mann. Trau dich. Fertig? Und er selber versucht an ihm vorbeizulaufen. Okay. Ja, ja. Den Scharfschützen kann ich erstmal nicht hinkommen. Ja, hat er. Ah, richtig. Nee, ist für eine schwere Cover. Okay. Kann man auch hier visualisieren. Ich sehe weniger als die Hälfte. Also entsprechend schwere Cover. Schwere Cover. Aber ich glaube, das ist lange Reichweite, also in lange Reichweite. Das heißt, ich hätte plus 1 auf Treffen. Das heißt, es wäre nur ein Schuss auf die 5 mit Zielen auf die 4. Wahrscheinlich. Kann man mal versuchen, ne? Klar. Ich probiere das. Okay. Ein Schuss auf die 4. Da ist er. Ja, trifft. Nerven aus Stahl. Mit einer 5 gerade so geschafft. Ich gehe nicht zum Bohr. Okay. Aber ich habe jetzt erstmal Knockback. Ja. Auf die 5 plus, aber nur, weil du Toughness 4 hast. Ja. Ne? Scharfschütze, oh shit, das Ding hat Knockback. Okay, nice. Verwundungswurf. Ein. Okay. Ding, blum, blum. Nachladen für die nächste Runde. Du hast noch eine Aktivierung, ich habe noch eine Aktivierung. Jo, dann darfst du erstmal. Ne, du hast geschossen. Ich darf. Haha, dann Punk. Surprise. Punk geht darüber, wenn er kann. So was kommt dann nicht. Und würde in diese hier so rumrennen. In diese hier so. Da so rum. Da. So, last but not least. Was natürlich jetzt auch gefährlich ist, merke ich gerade, aber ich muss es versuchen. Geht so. Und feuert mal auf ihn. Ist in 14 Zoll. Bis 18 ist effektive Reichweite. Also treffe ich auf die 3 plus. Okay. Was feuert der ab? Lasergewehr. Okay, wahrscheinlich Rapid Fire nehme ich an. Nee, Lasergewehr hat kein Rapid Fire. Okay, alles klar. Nur Auto. Dafür trifft es halt leichter als ein Auto. Alles klar. Ist ein Treffer, kein Money Roll. Jo, der geht halt dadurch zu Boden. Verletzungswurf. Ah, knapp nicht. Das war die Runde. Okay. Du müsstest einen Recover-Wurf machen. Einen Recover-Wurf. Das sind in dem Fall jetzt 2 Verletzungswürfe, weil ich jemanden stehenden daneben hat, dem helfen könnte. Ja. Okay, wird eine Fleischwunde. Das heißt, er steht nicht automatisch. Nee, ich ist nur noch pinned. Ja, eine Fleischwunde. Nicht so die Karte von dem entsprechenden. Dabba. Er ist immerhin quasi wieder dabei. So, dann kommt eine neue. Ne, oder du musst ein. Bottle. Muss ich jetzt. Nein, musst du nicht, weil. Jetzt nicht mehr. Warte mal, nee, aber das kommt. Wann kommst du fair? Kommst du vor? Vorher, glaube ich, der Bottle-Test. Aber du würdest halt dann nächste Runde keinen machen müssen, wenn du jetzt halt bestehst. Ja, ich warte kurz. Hinten steht eine. Quick Reference. Eine Quick Reference. Das ist ganz gut. Wo ist da?
Round Sequence, Endphase. Erst Bottle, dann Recover, dann Ready. Okay, dann mache ich erst den Bottle. Ich habe vier Mann. Also keiner Down. Wobei, doch, wäre einer Down. Also plus eins ist auf den Wurf. Das ist eine 4 genau. Das ist nicht überdringlich, also safe. Also safe, alles klar. Dann den Recover, den haben wir geschafft. Ja, und dann kommt jetzt die neue Prio-Phase. Prio, 5. 2. Ich habe die Prio. Leider. Okay, das ist ziemlich nice. Ja, geht so. Das ist ziemlich nice. Ja. Ja, ich werde einfach mit Gronkh anfangen. Ja, klar. Der steht da einfach deutlich besser. Der rennt darüber, also quasi cross the field mäßig. Dahin. Lädt seine Schrotflinte durch und macht einmal eine Scattershot. Also ganz viel Schrapnell in deine Richtung. Also ist nicht Scatter, also doch. Das ist der Scattershot. Das andere ist die Salvo okay. Und jetzt Scattershot ist mit Template. Okay, also dich. Ja. Okay. So in die Richtung. Stärke wie viel? Stärke 2 nur. Okay. Das heißt, ich muss einen Muniwurf trotzdem mitmachen, das habe ich nicht vergessen. Versuch's Scattershot und Template. Ich weiß jetzt nicht genau, was Scatter bedeutet nochmal. Ja, jeder erfolgreiche Treffer macht W6 Verwundungswürfe. Okay, dann. Ich mache erstmal Munitionswurf. Ja, mach erstmal den Muniwurf. Erstmal den Muniwurf. So, alles easy. Okay. So. Dann Stärke 2 gegen deinen ersten. W6 Stück. Automatisch W6? Ja, weil du triffst, macht W6 Verwundungswürfe. Holy shit. Scatter, glaube ich. Okay. Scattershot. Ja. Wenn Tage okay. Ist Hit bei Scattershot, make D6. Okay, also W6 für den Vorsicht, 4 Stück. So, 4 mal auf die 5. Also, ich habe nur 3 Würfel. Jetzt habe ich 4 Würfel. Jetzt muss ich auf die 5 Plus. Jetzt muss ich beten. Eine 5 Plus ist dabei. So, kann ich rüsten? Ist eine Schablone, kriege ich plus 1 auf Rüsten. Weil du wahrscheinlich die Fleck hast oder Mesh Armor. Ich weiß Fleck Armor. Fleck Armor, okay. Ah, 1, 2. Dann darf ich einen Verletzungswurf machen? Leider ja. Schwer verletzt. Das ist scheiße. Achso, ich habe auch ganz vergessen, meine Befehlsmarke zu geben. Und dann halt der dahinter kriegt von den Schrapnellen auch wieder 4 ab. Ja, ich werde wieder weggedeist. Ja, wahrscheinlich. Und das auf die 5 again. Nichts. Nichts. Aber er ist immerhin gepitcht. Ja. Danke für den extra. Damit ist die Aktion von Gronkh durch. Das war auch schon sehr effektiv. Das Ding 60 Credits kostet. Ist auch eine Schablonenwaffe. Das ist allein deswegen. So fies. Ich lass ihn zielen und auf ihn schießen. Ja. Denn das wird wahrscheinlich in kurzer Reichweite sein. Also kriegst du keinen Bonus. Weil ich auf dem Boden lege, den nämlich. Es ist, achso, es ist eine kurze Reichweite. Eine kurze Reichweite kannst du generell feuern, ohne dass du Minus auf Treffen kriegst, weil er jetzt auf dem Boden liegt. Genau, Boden ist halt nur bei langer Reichweite Minus auf Treffen. Ja, ja, ja. Da hätte ich dann aber auch Plus, also ist es im Endeffekt egal. Also durch Ziel treffe ich um einen besser. Jo. Auf die 3 Plus. Okay. Trifft. Auf jeden Fall. So, dann ob ich dich halt knockbacke. Ja. Ja. So, jetzt muss ich aber auch noch verwunden, damit mir das hilft. Ja. Ja, ich werde gegen die Wand geschleudert. Damage 2 minus 1 Rüstung. Du hast kein Facing oder ein Bogen. Ja, also das heißt, ich mache 2 Injury Rolls, ne? Du machst 2 Injury Rolls, da kann ich nichts gegen machen. Weg! Ja, er kann Punk nichts machen. Quepper, hör mal. Und ich habe noch gesagt, seine Shotgun, seine Sniper ist kacke. Weil er nur ein Gänger ist. One XP. Das macht es für den da hinten jetzt gefährlich. Er macht sowieso gefährlich, der hat ihn gerade nicht gesehen. Naja, ich aktiviere mal. Ja, es ist halt so. Dann aktiviere ich mal meinen Boss, Wrath Burner. Momentan. Erstmal, was passiert? Ja. 1W6. Ob das komische Monster kommt. Wahrscheinlich mit der 1 kommt das komische Monster. Ne, du würfelst einfach generell auf der Tabelle. Ich habe eine 1 gewürfelt. Du kriegst einen Stärke 6 Treffer ab. Mit AP minus 1 und Damage 2. Dann darfst du gerne verwunden. Auf die 3. Auf die 3. Nein.
Ich mach mal Nerven. Ist das ein Nahkampf? Ich sehe nicht ganz genau, was für ein Treffer es ist, ja? Weil da halt theoretisch ja von außen jemand kommt, der klatscht und wieder wegrennt. Ich würde auch sagen, nicht. Okay, ansonsten Nerven auf Stahltest hätte ich nicht geschafft. Das heißt, ich wäre jetzt theoretisch pinned. Ja, aber wenn du gesagt hast, nein. Weiß ich nicht, es steht hier nicht ausdrücklich. Er könnte auch ein Nahkampfangriff gewesen sein. Im Grunde, also es ist ja im Grunde ein Monster, das so kommt, so. Okay, dann machen wir das genau so. Alles klar. Hat er nochmal Glück gehabt. Dann hat er nochmal Glück gehabt. Dann habe ich ihn ja angesagt, dass er aktiviert. Er aktiviert. Und der Scharfschütze wird so oder so eklig. Da muss ich mich so ein bisschen durchforcen, wenn geht. Nur so ein bisschen, mehr kann ich da nicht machen. Weil hier ja die ganzen Kisten noch liegen. Mhm. Du hast schon eine. Ja, du hast auch eine. Ich habe eine und das sind eigentlich die letzten drei Kisten, um die es geht. Ja. Da wird jetzt einfach nur drauf geschossen, der Wahnsinnigkeit. Ich bewege mich erstmal in die Richtung. Ja. So, 4 ist das Schnellste, was ich machen kann. Und dann bewege ich mich hier so in die Richtung. Ja. Steht er da. Alles klar. Ich muss halt so ein bisschen Legit geben, sonst habe ich ein Problem. Das habe ich eh. Ich aktiviere den hier. Ja. Oder? Macht es mehr Sinn, wenn der da aufsteht. Ne, der riecht da einfach erstmal ganz gut. Ja, ich aktiviere ihn. Das ist Abmorph. Der möchte hier an diese Kante da laufen. Mhm. Was tut er? Und möchte auf ihn schießen. Ja. Das ist innerhalb 18, also innerhalb effektiv, weil Laserknifte. Jo. Treffe ich auf die 3. Mhm. Bam! Treffer! Geht zu Boden. Verwundung auf die. Ist die Symbole alle oben liegen, sehe ich die. Verwundung auf die 5. Jo. Nee. Okay. Er liegt auf jeden Fall am Boden. Er ist gepinnt. Oh. Dann kann ich nur noch ihn aktivieren. Ja. Er kann steht. Aufstehen. Auf. Aber und geht hier hin, weil er mehr nicht machen kann. Ja, dann mein Chef reißt die Deckung um per Telekinese, krabbelt mal 2 Zoll zurück. Hilf mir! Hilf, hilf, ich werde unterdrückt! Er steht auf, ist klar, Bob, ich hab da Rücken und schießt auf den da hinten. Auch das trifft auf die 3. Trifft nicht. Okay. So, und dann habe ich noch den. Der weiß noch nicht so ganz, was er machen soll. Weil wenn er jetzt hier rumläuft, riskiert er Monster. Ja. Monster ist eher uncool. Deshalb macht er jetzt einfach mal einen Move hier rüber. Und dann noch einen Move darüber. Hm. Ja, stellt sich einfach mal ganz demonstrativ da so hin. Mhm. Hält sich für richtig cool mit seinen 2 Pistolen so von ihm. Ja, so denke ich das auch gerade, ja. Und pinkelt in das Loch oder so. Das ist eklig, Mann. Es sind. Freihändig, ich hab 2 Pistolen dabei. Ja. Es sind Gänger. Die sind da. Knallhart. Okay. So, Ende Runde, wir müssen beide ein Bottle erstmal. Erstmal bottle ich. 4, nein, ich bottle nicht. 5, ich auch nicht. Bottle ist auch nicht. So, dann muss ich Recover-Test machen. 2 Würfel. Ich nehme den schöneren. Der ist schön. Die sind beide schön. Die sind beide, okay. Das heißt, er kann gleich wieder was tun, wenn er noch früh genug drankommt. Wenn nicht, kriegt er eine Schrumpel-Shotgun ins Gesicht. Das wäre eher uncool. Zack, er ist pinnt. Prio. Prio. 3. 1. Ich krieg nie die Prio. Außer in den ersten Runden, wo es egal ist. Nee, außer in den ersten Runden, wo es nicht allzu viel bringt. Ja. Das ist, dann Aktivierung, Aktivierung, Aktivierung. Ja, ich glaube, es ist klar. Ja, da haut es die nächste Schablone durch. Scatter! Es ist so wieder. Ja. Wieder mitten rein. Wir kennen das Spiel. W6 Treffer für deinen Chef. Eine. Stärke 2 gegen Widerstand. 2? Mit Flaschwunde. 4 plus! 2. Nein. Yeah. Den dahinter.
2. Boah, auf die 5. Kann man verstehen. Einmal. Okay. Injury, hier, nee, ich hab einen 5er Safe dagegen. Du musst einen Money Roll machen. Ja, stimmt. Nicht gesaved. Kurz den Money. Money Roll. Alles nee. Easy. So, dann haben wir einen Injury Roll für meinen Injury Arm. Roll. Schwer verletzt. Dann muss ich ein cooles Check, glaube ich, machen für mein Schiff, ne? Ja. Cool. 6, okay. Ja, ist in der Tat cool. Alle haben cooles 6 bei mir. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Alle haben bei mir cooles 5, außer die Chef. Die haben Mäntel an, die sind cool. Ja. By Default, ja. Ja. Coolness by Default. Alles klar. Dann denke ich mir jetzt gerade so, ich muss jetzt irgendwas gegen deine Leute tun. Mhm. Aber ich kann nicht so viel gegen die Leute tun. Die hauen mir sowieso gleich wieder was ins Gesicht. Aber vielleicht kann ich vorher mit meinem Chef was tun. Boah, ich glaube, ich habe eine Ahnung, was der machen will. Hm. Das der Pint ist, gefällt mir gerade gar nicht. Also, was macht mein El Polo Grande? Ich glaube, es wird Zeit für Messer werfen. Ja, es wird Zeit für Messer werfen. Okay, er steht auf. Ja, er steht auf. Macht den Machete und wirft Messer. Machete! er schmeißt Messer hier auf den Knecht da. Jo. Trifft auf die 3. Okay. Eins mit Money Roll, klar. Ich würfel so einen Rotz zusammen. Und Money Roll verkackt. Auch die Messer sind weg. Also die sind auch so quasi One-Use, also nicht One-Use Only, sondern wenn weg, dann weg, ja. Messer nachladen ist. Das gab's, ja. Also ich verwürfel es gerade wieder volles Rohr. Das ist okay. Unfassbar. Ja, fertig. Fertig. Oh, 3 plus Treffen. Es geht um die Kisten. Oh, eigentlich geht es um die Kisten. Fuck. Ah, Mann. Aber eigentlich muss ich da auch hingehen und schießen. Schießen. Ich aktiviere Stubber. Geht quasi hier so rum, damit er hier rumgucken kann. Und schießt auf deinen Chef. Muni Würfel nicht vergessen? Ja, Muni, ja, den vergesse ich gerne in diesem Spiel. Ich treffe halt nur auf die 5, weil du evasive bist. Yeah! Eins und boom. Und da halt niemand daneben ist, ne? Wichtig ist ja das Ziel, treffe ich auch keinen von mir. Da wird dieser gute Mann hier mit seinem Scharfschützengewehr auf den da hinten schießen. Gezielterweise. Trifft jo. Mit der 4. Nervener Stahl, er bleibt cool. Ich meine, es war erst ein Verwundungswurf, weil dann können wir uns das Knockback. Weil das Knockback muss trotzdem würfeln. Mach Verwundungswurf. Jo, verwundet. Okay. Knockback. Nein. Minus 1 Rüstung, aber Front, also hast du 6 Rüstung. Jo, da ist er. Verdammt, du bist trotzdem. Ah, du bist cool. Ich bin nicht gepinnt, weil nervender Stahl mit einer 6. Oh Mann! Puh. Ja, ich verwürfel es einfach. Meine Gegner würfeln einfach gut. Ich kann nichts machen. Das ist zu kotzen. Ja, fällt. Ich kann nur noch ihn aktivieren. So, sobald ich hier getroffen werde, muss ich würfeln, ob ich falle, ja? Wenn du ihn eins zum. Ja, das ist nicht schwierig bei einer dicken Base. Ja. Das heißt, egal wo ich da stehe, ich falle. Aber er muss, glaube ich, sowieso erstmal am Anfang Aktivierung testen. Weil? Ob er gesnatcht wird. Ja, ob er gesnatcht wird. Das sowieso. Ist leider nicht in der Vernachtung von irgendjemandem. Also, ob er gesnatcht wird. Eine 6. Nix. Wann ist er insta gesnatcht? Gab es da nicht irgendeinen? Bei einer 1 kriegt er einen Treffer. Und wenn er dann deutlich serious injured wird, ist er weg. Ach so, ansonsten deswegen, verliert er einfach nur Aktion. Deswegen ist ja, wer ist gerissen worden? Ich glaube, Punk gerissen worden. Deswegen das letzte Mal wupp, egal. Okay. Ja, immer. Eigentlich muss ich darüber laufen. Im Grunde, ja. Das ist so eine Sache, weil sonst. Und er fällt einfach runter. Er rennt in die Richtung. Stelle ich fest, dass 4 Zoll nicht weit ist. Läuft er nochmal. Der Dart getroffen zu werden ist echt doof. Ist genauso hier getroffen zu werden oder da getroffen zu werden. Weil hier ist ja, aber dahinter wird es deutlich schwieriger, ihn zu treffen, weil er eine Deckung hat. Sogar harte Deckung. Ja. Ich kenne mein Glück. Aber er muss darüber rennen. Er rennt hier rüber. Alles klar. Huhu. Hey, Dexter.
Ich bin durch. Boah, ich habe sogar nur eine Uni mit 4, von 4 plus mit meinem Champion. Ja, ich auch, Mann! Ich hatte überlegt, ob ich jetzt einfach mit meinem Champion hier rüberspringe. Ach, ja, das geht ja auch. Ja, aber ich überlege mir das gerade nochmal. Das muss ich einmal fix nachgucken, wie das mit dem Jumpen war. Okay, für 2 Zoll springen, Initest ohne Modifier. Warte mal, a moving file may attempt to leap across the gap that is bigger than their base, provided that they have enough movement to do so. Also wenn es kleiner ist, muss man keinen Test machen. Wenn was kann. Achso, der Gap dazwischen, ja. Ja. Aber das ist, ey, das heißt. Das ist größer als meine Base. Ja, es ist meistens so. Da, leider größer als die Base. Ja, meiner wird auch nicht mehr reinpassen, oder? Nur mal aus Interesse, ja. Na ja, doch, so gerade eben. Also gerade eben könnt ihr darüber gehen. What the fuck, das geht? Ja, okay, das große Bases! Oh! Ein Vorteil der großen Bases, ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Vorteil gefunden. Mhm. Okay, ich werde einfach mal mit dem Knecht hier schießen. Jo. Ablauf, gezielt auf ihn. Ja. Treffe ich auf die 2. Treffe ich mit der 2. Ja, er ist damit wieder Pinch. Yeah, Verwundungswurf auf die 5 plus. Nein. So, was machen wir denn mit Cthulhu Wrath? 12 Zoll Reichweite mit den Pistolen. Oh, achso, ich darf ja messen, wie weit der weg war. Bei seinem Schuss. Mhm. Das brauche ich jetzt mal kurz als Reference. Mhm. Jetzt muss ich mal kurz das hier wegnehmen, damit ich sehen kann, ob du Deckung hast. Er liegt auf jeden Fall quasi jetzt auf Höhe Base, ne? Ja, ja. Ja, Deckung hast du da auf jeden Fall. Und weil es lange Reichweite gibt, es nochmal minus 1. Also Freude ist das hier. Freude. Freude. Nicht riskieren, ist darüber zu springen, ist das blöde. Was machen wir hier? Du rennst ja nicht weg, ist das doofe. Und haust mir die ganze Zeit mit Leute weg. Noch renne ich nicht weg. Wobei, ich bin bisher noch kein Spiel wirklich weggerannt. Oder? Zurückdenken an das erste Spiel, ist einer meiner Typen weggerannt. Ich weiß es gerade nicht. Das ist so ein Mäuselecken. Komm, der krabbelt erstmal 2 Zoll hier so hinter. Mhm. So, ist halt immer noch in 1 Zoll da zu dem Knecht, denke ich. Ja, doch, das sieht aus. Bisschen. So, dann ist er definitiv in 1 Zoll. Ah, riskiere ich es jetzt oder riskiere ich es jetzt nicht? Oder schieße ich einfach auf ihn? Mit einer Flechenpistol und einer Lastpistol. Peng, peng, puff, puff. Wir haben ja beide die gleiche Range, beide Quatsch. Damit, aber ich kann ja zielen. Das heißt, ich treffe auf die 2 und dann lange Reichweite, Deckung, auf dem Boden. 4. Und auf dem Boden liegen, ja. Lange Reichweite, Deckung. Ja, wegen lange Reichweite, auf dem Boden liegen, meinte ich damit. Achso, okay. Weil ich habe keinen Abzug auf lange Reichweite. Okay. Das heißt, ich treffe auf die 4. Das kann man probieren. Dann nehme ich doch jetzt einfach mal eine Flechetten und eine Laserpistole. Okay. So. Gelb ist die Laserpistole, schwarz ist die Flechettenpistole. Die Flechettenpistole schießt aber keine Flashbang-Ammo, sondern... Rapid. Das ist beides Rapid. Okay. Warte, Autopistol und? Es ist ein, das eine Profil ist quasi ist eine Silent Autopistol, das andere ist Toxin Autopistol, also eine Toxin Rapid Fire. Okay. Okay. Oh, Silent. Schieße ich jetzt die Flashbang? Wenn ich treffe, ist richtig episch dann. Ja, komm, schwarzes Flashbang. Geil, das ist geil. Kopfisch, ja. Okay. Na klar. Keiner trifft. Und welche musst du Munition testen? Flashbang auf die 6. Ja, natürlich. Klar. Schaffe ich natürlich nicht. Ist die auch Gas? Ja, die ist. Klar, sie ist Gas. Das heißt, ich habe jetzt noch. Also alle Waffen, die Gas bei dir sind, sind jetzt schon leer. Ja, klar, instant. Ja. Jede beim ersten Mal. Ja, läuft. Ja, nee. Nicht mal ein bisschen. Nicht. Ich soll einfach keine Krummen nachspielen, ist okay. Ja, das war dann seine tolle Aktivierung. Das heißt, wir können alles verteilen. Ich muss ein paar Tests machen. Wir müssen beide erstmal einen Bottle-Test machen. Erstmal einen Bottle-Test. Ich habe eine 2. Also 1 plus 2. Ich bin weg. Also ich bottle. Also du bottles. Ja, okay. Ja, es läuft. Es läuft super. Ja. Injury Roll. Ja. 2 Würfel. Das Schlimme ist, wenn er jetzt den schafft und wieder steht, müsste ich eigentlich nicht mehr botteln, aber ich bin jetzt schon bottle-out. Also ja. Das ist jetzt einfach für den Arsch. Er ja, ist einfach dort. Doppelskull. Doppelskull, okay. Ist krieg läuft. Ich dafür? Ist nee, krieg ich keine P, ne? Weil der jetzt quasi an seinen Verletzungen erlegen ist.
Läuft. Hearts of Dawn. Ach, ist das so kurz. Ja. Dann. Prio. Also, ja, Prio und dann muss ich. 6. 4, natürlich hast du die Prio. Aber das kommt erst, wenn ich machen muss, glaube ich, ne? Meine Kulisse-Checks. Ja, ja, erst wenn du dran bist. Okay. Also ich darf jetzt quasi nochmal feuern und dann musst du erst checken, ob deine Leute überhaupt feuern. Ich verliere das Spiel. Tolles Wort. Ja. Ich würfel so eine Scheiße zusammen. Ach ja. Dann würde ich gerne eine Teamaktivierung machen. Natürlich. Ja. Dann geht er hier rüber, sodass er quasi die Dings jetzt schnappen kann. Mhm. Und dann rennt er in die Richtung. Mhm. Mit der Kiste halt, damit ich mir die hier rein. Also nee, ich möchte keine zwei Kisten mitnehmen. Die stand da, ne? Nee. Quasi 4 Zoll zurück. Da stand die. Da schon. Werfe quasi die Kiste hier hinter mir ab. Dann ist er durch, dann er tut, geht hier rüber und feuert mit seiner Crumper Rivet Cannon. Feuer ich mit der Rapid Munition, Rapid Fire. Bis 3 Zoll ist kurz, habe ich nicht, weil das sind 3 Zoll, ist also ganz normal. Würde auf die 4 treffen, also auf die 5 mit Rapid Fire. Ratatazong. Nein. Trifft nicht. Da bin ich dran. Moneywurfer mit dabei. Ja, dann cooles Checks. Für meinen Chef. Jo. Geschafft. Jo. Hat der denn auch geschafft? Jo. Für ihn. Nicht geschafft. Der Champion rennt zurück. Raus. Okay. Ja, ja. Und der andere hat's geschafft. Okay. Ja, aber Champion verpisst sich. Ist klar. Ist klar. Naja, der kann sowieso nicht mehr viel machen. Hatte ich den jetzt einfach mit meinem Chef? Ja. Mein Chef geht in Nahkampf. Ja, charge. Mit seinem Stab. Das heißt, ich muss nur bis dahin. Okay, nice. Steht automatisch auf, ja? Weil im Nahkampf. Oder nur wenn er engaged ist. Ja, das ist halt jetzt, weil versatile sind ja nicht richtig locked in Melee, sondern einfach nur, es zählt für mich als engaged. Okay. Für meine Attacken. Okay, ich zähle nicht als engaged und nur wenn ich engaged bin, stehe ich auf. Ja, glaube wohl. Okay, meiner bleibt dann liegen. Beeinflusst mein Treffen ja nicht. Ach, bin kein versatile in meinem Buch. Jo. Zwei Attacken, wahrscheinlich eine extra Attacke wegen Charge. So, ich habe nur noch die eine Waffe. Christus, leer. Treff auf die 3. Jo. 2 Treffer. Jo, ich kann nichts gegen. Stärke 4. Jo, ich hab Widerstand 4. Nichts. 1, 2. Das war's. Ja. Ich kann nur noch ihn aktivieren. Steht auf. Ja. Scheiß drauf. Scatter. Schießt die Tabelle. War das mit 6 beim Treffen? Nein. Schade. Nicht, dass ich wüsste. Dann wäre es nämlich eine automatische Wunde gewesen. Okay. Wegen Schock. Schock ist beim Treffen, also nicht beim Verwunden. Genau, beim Treffen. Suchen, alles klar. Ich meine aber keine gesehen zu haben. Du hattest eine 5 beim Treffen, eine 4 beim Treffen und eine 2, die hat nicht getroffen. Du triffst auf die 3, ne? Ja. 5, 4, 2, ja, ich sowas an. Sehen, okay. Also hier steht, ich habe dich in. Ich engage dich quasi, okay. Aber du zählst nicht als engaged. Okay. But may not in turn be engaging the fighter armed with a versatile weapon, unless they too are armed with a versatile weapon. Okay, so, ich habe keine Versatile. Not able to make reaction attacks. Okay, kann ich halt nicht machen, weil du hast einfach durftest quasi aus der Entfernung den Schockstab mit draufhauen. Okay. In allen anderen Situationen, außer während meiner Aktivierung, hat Versatile keinen Effekt. Okay, außer ich habe selber Versatile, dann sind wir beide engaged und dann darf ich eine Reaktionsattacke machen. Ja. Er steht auf und schießt einfach einen Scattershot in deinen Chef. Ja. Ich werde einfach voll kriegen. W6 Treffer, 2. Stärke 2 gegen Widerstand 2 nur noch bei dir. Musst du die, das war die Template. Das war die Template, ja. Okay. Ja, der Munitionswurf. Munitionswurf. Jo, alles easy. Auf die 4 verwunden. Auf die 4 verwunden. Einmal. Ja, muss ich 5er saven. 6. Natürlich nicht.
Dann darf ich einen Verlässenswurf machen. Eigentlich ist egal, was ich würfel, ne? Nee, da sind wir schon drei. Er hat eine Flash Wound. Er hat eine Flash Wound, okay. Eine zweite Flash Wound. Okay, den mal wieder weg tun. Jetzt hat er nur wieder schon. Ja, das Spiel ist komplett gelaufen. Ich würfel so einen Schrott zusammen. Ich bin durch. Mehr kann ich nicht machen. Weil ich das halt auch Waddle bin, ist halt echt Schwachsinn. Ich komme auch nicht mal in die Kiste, glaube ich. Die da, um die Ecke. Ja, ich muss halt mal die Prio schaffen. Ja. Wird halt helfen. Aber nö. Ja, komm, dann macht der jetzt einen gezielten Schuss auf den Affen da. Ja. Wenn der daneben geht, könnte. Ich weiß. Nee, du. Obwohl, auch wenn er auf dem Boden liegt, ne? Ja, das kann er. Ja. Ich treffe aber. Jo. Das heißt, ich liege auch wieder am Boden. Verwundungswurf? Nö. Ja, Widerstand 4 ist halt. Ich schaff's nicht mal Widerstand 3. Ich würfel nur 1 und 2 und vielleicht mal 3. Also. Ich habe mir Würfel bestellt von GW, aber GW ist scheiße. Ja. Und hat sie mal nicht in die Bestellung gepackt. Einfach die Bestellung nicht da. Also kann ich heute nicht mit anderen Würfeln werfen, als die, die mich in einer Tour verarschen. Ja. So, der letzte Idiot hier. Ich kann halt nicht hier rumlaufen. Also die Seite ist auch echt schlecht mit Kisten. Mhm. Ich kann nicht rumlaufen, um die Kiste mir da zu holen, weil dafür brauche ich einfach zu lange und werde dann von einem Monster gesnatcht oder so. Ich muss jetzt echt einfach beten, dass ich dich irgendwie vom Spielfeld kriege. So, du hast da nur leichte Deckung, das heißt, der Klepper macht jetzt einfach mal zielen und schießen. Jo. Ich brauche eine 4 plus. 5 plus. 4 plus Basis, zielen. Ne, 3 plus. Minus 1. Ja, ist eine 4 plus. Komm schon! Trifft! Nerven aus Stahl! Jo, schafft er. Verwundung! Nein! Knockback! Auf Widerstand oder über Widerstand? Ich nachgucken. Equal or higher. Also wird er zurückgestoßen. 1-0, ja. Ja, Nervenausstoß ist auch starke Fähigkeit. Ja. Für die Jungs tatsächlich, wenn es eine Nahkampftruppe ist und nah ran möchte. So, Ende der Runde. Ende der Runde. Also Bottle-Test für mich. Ja. Eine 5. Ich bin gebottelt. Oder ich bottle. Ja. Dann kommt Prio-Wurf, weil wir haben nichts, was seriously injured ist. 2. Ja, 5. Das Prio. So, ob mein Chef wegläuft. Ja. Boah. Natürlich. Ob der andere wegläuft? Nein. Und ob er wegläuft? Nein. Was bitte? Ja, ja, das gibt mir auch so viel. Ich habe jetzt eine Kiste. Wahrscheinlich würde ich gleich eine 1, da habe ich auch richtig viel davon ab. Vielleicht habe ich ja Glück und dann mit den alle weg. Denk an die Monster. Stimmt, der muss jetzt würfeln. Ja. 5. Er verliert eine Aktion. Okay. Ja, der muss auch würfeln. Ja. Ja, ich schieße dann halt normal auf den, das ist dann halt auf die. Ja, auf die 5. Okay. So länger als. Trifft! Treffer! Nerven aus Stahl. Jo, schafft er mit der Siege. Verwunden! Nein, wieder eine 3. Knockback? Ja. Ja. Muss er jetzt eigentlich einen Ini-Test machen? Ist ja nicht am Boden gefallen. Achso, er muss umfallen, ja. Wenn ich dich ins Loch pushen würde, dann hätte er testen müssen. Okay. Ach ja. Meine Jungs sind dran. Ich aktiviere ihn. Er steht auf. Und rennt einfach quasi hier rüber zur Kiste. Genau, in die Richtung. Ist damit durch. Tja. Dieser Typ sieht natürlich nichts. Muss dann testen wegen Monster. Genau. Erstmal Monster-Test. 5, verliert auch eine Aktion. Ich brauche auch keine Aktion, wäre Schwachsinn. Das Schlimme ist, ich schaffe es nicht mit einer Bewegung jetzt übers Loch drüber. Tja, was macht er? Ach, er geht einfach mal darüber. Ja, einfach so. Lass er sich mal abschießen. Oh, jetzt freiwillig zurückrennen.
krieg ich ja gar nichts mehr. Ja. Ich aktiviere ihn. Muss halt nicht testen, weil er in der Nähe steht. Rennt einfach rüber zur Kiste da. Bisschen nicht der grüne Goo berühren, weil das gibt ja minus einen Widerstand. Ich berühre den grünen Goo. Ist das grüner Goo? Das ist grüner Goo. Ja, ich berühre den grünen Goo. Möchte einfach mit der Stub Cannon auf deinen Scharfschützen schießen. Ja. Leichte Deckung. Leichte Deckung ist 18 Zoll auf jeden Fall. Also einfach nur minus 1. Trifft also auf die 5. Mhm. Da ist die 5. Stärke 5. Gegen Widerstand 3 ist auf die 3. Falscher Würfel. Auf die 3. Nein, nicht verwundert. Yeah. Ja, dann der letzte Typ. Dann mal den Schiffe. Ja. Kann jetzt einfach Stress machen. Bewegt sich nach vorne. Dahin. Und geht einfach noch weiter nach vorne. Mhm. Dahin. Cooles Checks von dir. Shit, stimmt. Machen wir zuerst ihn. Er hat zuerst aktiviert. Mit einer 6 geschafft. Er hat danach aktiviert. Eigentlich könnte ich ja seinen Test machen, weil er nah genug ansteht. Dann mache ich seinen Test. Mit seinen 6 geschafft, dann schafft er den auch. Ja. Hast recht. Das dürfen wir nicht vergessen. Runde endet. Neue Runde. Wir sind gebottelt. Prio. 3. Deine Prio. Ja. Bottle-Test für ihn. Also hier. Runaway. Schafft er. Für den anderen. Rennt weg. Kannst du wesentlich abschießen. Yeah. Ja. Ich weiß. Ich muss nicht für ein Monster würfeln. Ja, du liegst auf dem Boden. Ich stehe auf. Ich nehme meine Shotgun. Jo. Solid Shot. Jo. Das Rapid oder nur ein Schuss? Ist ein Schuss. Das andere wäre ein Scatter Shot. Ich gehe davon an, dass ich nicht in Deckung bin. Also vom Modell sehe ich alles. Jo. Ist egal. Ich, oh nee, doch, plus 1 kriege ich auf die Reichweite. Auf wie viel Zahl kriegst du plus 8? Ein? Ja, dann kriegst du plus 1. Ja, ich bin halt Nerven aus Stahl! Nein! Er wirft dich zu. Ah, Knockback! Nein. Verwundung! Ja! Der gefährt das Ding, ne? Ja. Dann krieg ich einen Lebenspunktverlust. 2. Solid Shot and Damage 2. Holy shit, hier, ja, dann mach einen Verletzungswurf. Bam! Seriously injured! Seriously injured. Okay. Oh shit. Klepper, der reißt das jetzt. Ja. Ich glaube nicht, aber naja. Ja. Dann ja, bin ich dran. Mhm. Die Jungs sind. Ja. Eine ganze Geste. Ja, mein Chef macht mal den. Aua, aua, nach hinten. Crawl. Aua, ja. Also er kommt nicht um die Ecke oder so. Crawlt halt darüber. Dann aktiviere ich meinen Schrotflintentypen. Der geht hinter seinen Chef, wirft die Kiste hinter sich ab und hast du fucking Schrotflinte? Ich auch. Oh. Ja, du hast die Combat Shotgun. Ich hab die Combat Shotgun. Ja, ich hab nur die normale. Ja. Ach, ich geh nochmal zurück. Was soll der Geiz? Geh nochmal zurück, nimm die Kiste mit. Darüber und wirft ihn quasi ins Loch. Hui, Arsch. Ja, und der letzte. Facing noch da, dann aktiviere ich ihn. Ja. Geh zurück, schmeiß die zurück. Kiste ab. Schmeiß einfach nach oben, ja. Dann kannst du wieder nach vorne gehen. Und geh wieder nach vorne. Ja. Du machst richtig Kohle jetzt in dem Spiel. Ja. Und kriegst ein Territorium. Und ich krieg gar nichts. Verletzungswürfe. Ja. Also, Bottle sind wir schon. Recovery. Fleischwunde steht damit wieder auf. Darf ich auch mal bitte einen Fleischwunden-Token? Dankeschön. Burner steht wieder. Prio. Prio. 3. 5. Dann machen wir deine Tests. Dann mache ich meinen Test. Warte, Fleischwunde heißt immer noch, liege auf dem Boden. Ja, nicht nur am Boden, ja. Dann mache ich für ihn den Test. Geht das dann für einen oder in für alle? In 6 Zoll Umkreis. Also theoretisch für beide. Ja. Also mache ich den Test für Chef. Ja. Burner. Ja, 9. Gut. Okay, dann aktiviere ich
meinen Shotgun-Typen. Mhm. Geht nach vorne. So, so ein bisschen um die Ecke, dass er dann da so steht. Fuck, wie groß ist denn so eine Template? Ich glaube nicht groß genug. Er schießt mit der Combat Shotgun mit der Salvenmunition. Mhm. Sind noch so gerade 8 Zoll, nehme ich an. Ja. Ist das Schluss? Nein. Ich habe 4 bis 8. Ich habe quasi deinen Schrotflinte nochmal halbiert. Ja, die habe ich auch bei Scatter Shot. Ja, ich habe leichte Kappe. Jo, dann treffe ich auf die 5. Mit Rapid. Ich treffe nicht. Und die 1 Zoll imaginäre Linie dürfte halt einen Kollegen nicht treffen. Du ignorierst ja auch Kollegen in 1 Zoll Umkreis. Okay, alles klar. Dann habe ich meinen Kollegen in 1 Zoll Umkreis ignoriert. So, Kleffer, schaffst du einen cooles Check? Schafft er. Super Leben. Tja, dann hast du jetzt 2 Actions. Will ich auf den am Boden liegenden schießen? Oder will ich auf den stehenden schießen? Boden müsstest du nicht testen, weil er das nächste Ziel ist? Oder musst du testen, weil der stehende... Wenn ich auf den näher ranschießen will, muss ich testen. Also weil der auf dem Boden liegt, ja. Muss ich einen cooles Check schaffen, ob okay. Ich auf den schießen darf. Genauso, wenn ich auf den schießen wollte. Okay. So, und das ist jetzt nämlich gerade die Frage, ob ich auf den hinten schießen will, weil wenn der Knockdown geht, könnte er ins Loch fallen. Der ist, glaube ich, in 1 Zoll. Vor allem, wenn ich ihn zurückpushe. Ja, dann wird er ja gerade in die Richtung. Ja, weil wir stehen nicht Flucht, das heißt, er geht leicht Richtung Loch. Okay. Also, wenn er steht jetzt, glaube ich, schon in 1 Zoll. Er steht eh im Go, also. Achso. Ja, dann probiere ich es tatsächlich. Hm? Ich mache einen gezielten Schuss auf den hinten, also ich muss einen coolen Check schaffen, ob ich das machen darf. Jo. Nö. Dann schießt du auf den Stehenden, nehme ich an. Genau, auf ihn muss ich dann schießen. Gezielten okay. Schuss. Ja. Eins. Nein. Ja. Nein. Warum? Warum irgendwas? Ja, mach da einen tollen. Ja. Chef steht auf. Und schießt einfach mit der Crumper Rivet Cannon. Auf das Ziel. Mit der Rapid. In 9 Zoll. Plus kein Minus, also minus 1, weil du in Deckung bist. Ja. Zack und zack. Das heißt, er trifft auf die 5. Wie jeder andere bei mir. Zack. Nein, geht doch nicht. Der letzte. Der letzte. Eigentlich jetzt nur dieses ne, Abwarten, bis jemand wegrennt. Ja, also freiwillig wegrennen macht keinen Sinn. Nein, nein, nein. Er geht hier rüber und ist einfach fertig. Weil ich möchte mir jetzt dann potenziell trotzdem nicht in den Rücken schießen. Prio-Roll. Recovery. Prio. 5. 3. Coolness. Er rennt weg. Okay, damit hat sich das automatisch. Ne? Muss ich wenigstens nur einen Verletzungswurf machen. Yeah. Trotzdem. Ja. Ich brauche neue Würfel, aber sie kommen ja nicht. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass die neuen Würfel so schnell wie möglich kommen. Ja, alles klar, das war Runde 4. Gar nicht so viele Verluste, Gott sei Dank. Ich werde mich nächstes Mal dann von Vansar verprügeln lassen. Oh Gott. Da drücke ich dir den Daumen. Also und nicht verprügelt zu werden. Tja, ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen interessant anzusehen. Es tut mir leid, dass ich halt zur Hälfte des Spiels hin und gegen Ende dann irgendwie ja, nicht mehr so motiviert war. Das ist halt auch anstrengend. Wenn die Würfel einfach nicht wollen, dann wollen sie nicht. Und das drückt halt auf die Moral. Das kennen wir in jedem Würfelspiel. Ja. Und das gibt zwar Leute, die halten mir vor, dass ich hier gar nicht scheiße gewürfelt hätte, aber ganz ehrlich, ich mache eine Statistik. Ich hab, ja, nee, also ich sag nichts mehr dazu. Ja. Alles klar, gut, das war das Spiel. Du gewinnst die Slack Furnace, was natürlich auch dein Territorium ist. Das ist für dich besonders gut. Ja, ich krieg 2 Reputation. Oh mein Gott, ich krieg Reputation. Und ja, ansonsten schauen wir mal, was als nächstes Spiel kommt. Ich hoffe, dass wir das nächste auf die Kamera Orlok gegen Kauder hinkriegen. Das wäre cool, aber erstmal drücken wir ganz fest die Daumen unseren Kauder-Spieler, dass es ihm besser geht. Genau. Insofern, toll, toll, toll. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.